Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück hier bei Hellion. Ich habe es gerade gesehen, ich habe gerade frisch geladen und dieses Feld oben ist weg. Ich hoffe, das hat jetzt kein Bug oder irgendwas in der Richtung. Ich habe eigentlich nur geladen, um eventuell die Questreihe abzuschließen. Sie ist, glaube ich, abgeschlossen. Wir gucken mal eben kurz ins Journal. Und ihr seht, wir sind auch schon angedockt, wie versprochen. Wir gucken mal einmal ins Journal rein und Walking in her shoes. Abgeschlossen. Definitiv abgeschlossen. Linked Quest. Okay, das ist abgeschlossen. Das ist abgeschlossen. Variable Quests sind 10. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ach so. Ja, logisch, klar. Die wir abgeschlossen haben anscheinend. Nichtsdestotrotz, nehmen wir erstmal unsere Sachen hier, natürlich diese hier, die Katalysatoren, die Warpzellen, die können wir verarbeiten, die Detonatoren können wir auch verarbeiten, das ist Stufe 1, den lassen wir mal hier, die Brechstange nehmen wir jetzt endlich mal mit, hier haben wir noch ein bisschen was liegen, das nehmen wir natürlich auch mit, ja, denke, soweit ist es in Ordnung. Und den nehmen wir mal in der Hand. Der kann jetzt doch, denke ich, hier rein. So, jetzt schauen wir noch. Genau, das hatten wir noch vor. Zack, 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 zack. Oh, nee, das war nicht richtig. Zack, die wollen wir nochmal mitnehmen und auffüllen. Und hier schauen wir mal kurz rein. Ja, 5000. Ich denke, wir wechseln den einfach. Bevor ich es vergesse und losfliege, wechseln wir den einfach mal. Schauen wir mal, was wir hier noch haben. Wir haben den hier. Ich glaube, das geht soweit klar. Und dann tauschen wir den einfach mal direkt aus. Und dann können wir den halt auch mitverwerten. So, lasst uns raus, lasst uns rein. Ein Glück, in Anführungsstrichen, haben wir unten das Cargo-Modul aufgelassen. Da können wir dann direkt einsteigen. So. Kleine Laden, ein bisschen laden, ein wenig laden. So. Oh, das war ein bisschen hoch anscheinend. Zu früh reingehuscht. Sehr schön, weil dann brauchen wir hier theoretisch die Energie nicht abschalten. Theoretisch. Gut, gehen wir am besten gleich ins Wir gehen am besten gleich erstmal nach vorne und machen das ganze Licht wieder an. So sieht es nämlich aus. Denn ich habe keine Lust, hier jetzt noch 25 Mal hin und her zu rennen. Wenn wir jetzt genügend Energie quasi haben, schalten wir hier eigentlich... Eigentlich können wir alles anschalten. Wir können alles anschalten. Wir haben dann hier genügend, solange wir die Hellion angedockt haben. Aber wir können hier gleich einen ordentlichen Output rausfahren. Auch die Katalysatoren außerhalb von Heaven, da kriegen wir. Wir haben hier, können hier 4 Katalysatoren reinbauen und wir können hier 4 Katalysatoren reinbauen. 2 haben wir bereits. Einen werden wir erforschen. Und, Entschuldigung, jetzt habe ich ihn nicht durchgezählt. Das waren 4 im Power-Modul, richtig? Lass uns nochmal schnell schauen, sicherheitshalber. Also, einen hier. Hier sind 6, richtig? Genau. Und hier nochmal 4, das sind dann 12. Nee, das ist ja Blödsinn. Nochmal 4, 8, 9. So, und da ist schon einer drin. Also 9 Stück brauchen wir, 2 haben wir. Bedeutet, wir müssen theoretisch noch 7 herstellen. Warum haben wir nur 2? Effektiv haben wir 3, klar, aber ich will ja den einen erforschen. Also der ist schon mal nicht verfügbar. Und das machen wir jetzt auch gleich als allererstes. Jetzt muss ich es mal aufmachen, ne? Und dann muss ich das wieder zumachen. Genau, und dann... So, und jetzt schauen wir mal eben schnell, was, wo, wie viel. Also 25 Eisen und 15 davon, das ist natürlich viel. Da sollten wir noch mal ein bisschen Nickel Iron rüber schaffen. Ich glaube...
Ja, ich glaube, wir packen das einfach mal komplett rüber. Dann ist es da. Ging nicht alles rein, klar. Aber wir craften einfach mal. So, während wir craften, sehen wir zu, dass wir die anderen Sachen hier verarbeitet bekommen. Ich überlege gerade, ich glaube, komm, einen lassen wir mal hier, einen Singularitätszentrum, vielleicht brauchen wir den irgendwann nochmal und verarbeiten dafür lieber hier die Warpzelle, genau. So. Wurstpetten wir das Ganze einmal. Und hier die Brechstange natürlich auch. Das brauchen wir alles nicht. So, der dritte sozusagen. Dann der vierte. Sehr schön, Freunde. Ich glaube, das nimmt Form an. Folge 18 und soweit. Also, ja. Ich glaube, im Multiplayer wären wir noch nicht so weit. Könnte ich mir vorstellen. Jetzt habe ich nicht mitgezählt. Wir sehen es gleich. Wir bringen nochmal eben die Materialien hier rüber. Das hier und das hier gänzlich. Genau. Und jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Also zwei Stück noch, die wir hier machen. Und dann machen wir auch gleich eine Warpzelle. Die schieben wir gleich hinterher. Damit das dazu keine Irritationen kommt. So. Ja. Und, Moment, jetzt doch nochmal eben. 7. Gut. So, jetzt machen wir hier die Warpzelle. Bitte einmal eine Warpzelle. Wo bist du denn? Da. Bitte stell eine Warpzelle her. Gut, ansonsten denke ich, Material haben wir noch genügend. Achso, genau, wir können eigentlich mal, genau, wir können unser Jetpack nochmal auffüllen. Wir können dieses Jetpack hier mal auffüllen. So, die Warpzelle nehmen wir mal. Verbindungsstelle. Bitte von hier nehmen. Geht das nicht? Achso, oh, Entschuldigung. Bitte von hier nehmen. Genau, dann ist die schon mal aufgefüllt. Dieses Jetpack. Unser nehmen wir mal eben. Und füllen das auf. Refill geht immer noch nicht. Wir müssen von hier refillen. So. Dann haben wir das Jetpack aufgefüllt. Ja, und so sieht's gut aus. Dann lasst uns mal in das Power-Modul. Hier ist das Power-Modul. Genau. So, ich glaube, eine Einspritzdüse haben wir auch noch nicht drin. Das gibt's doch nicht. Das geht nicht. Wir müssen uns eine Einspritzdüse machen. Ich lag die nicht. Jetzt lass uns mal eben schnell ins Cargo-Modul gucken. Lag die nicht irgendwo hier im Cargo-Modul rum? Lag hier nicht irgendwo eine Einspritzdüse rum? Oder haben wir die? Wir haben alle verbaut, ne? Ich glaube schon. Kann man Licht anmachen? Ja, ich glaube, die haben wir alle verbaut. Gut, stellen wir eine her. Wir pimpen das Ding jetzt komplett auf. Stellen wir eine her. So. Wenn wir es machen, dann machen wir es gleich richtig. Ach nee, genau. Ich glaube, die haben wir zum Forschen genommen, ne? Ich glaube, die haben wir zum Forschen genommen. Einspritzdüse, bitte. Mache uns noch eine Einspritzdüse. So, dann fehlen im Power Supply Modul eigentlich nur noch Kerneindämmungsfelder. Das wäre natürlich nochmal schon mal sehr nice, wenn wir die dann auch noch bald bekommen. Dann haben wir hier auf jeden Fall mit Energie erstmal gar keine Schmerzen. So, Einspritzdüse, Flup, erledigt. Katalysatoren, Flup, erledigt.
Und hier auch nochmal Katalysatoren. Flug erledigt. So, jetzt sollten hier aber... Genau, jetzt haben wir nur noch die Hälfte, 0,3, und wir bringen 1500 raus. Heilige Mutti. Wenn wir die Helien abkoppeln, dann haben wir immer noch plus 500. Also Energie brauchen wir hier nicht mehr abschalten. Das ist ganz klar. Und ja, wenn wir jetzt erst noch das Solar Array pimpen, und das machen wir jetzt am besten von außen. Ja, das machen wir von außen, denn wir müssen ja auch... Entschuldigung. Mich mal eben irritieren lassen. Das machen wir am besten von außen. Denn wir müssen ja auch das Solar Array of the Heaven. Da muss auch noch eins rein. Und dann ist das quasi ein Abwasch. Genau so ist es. Genau so machen wir es. So, da ist das Solar Array. Ich weiß gar nicht, kommen die oben drauf? Ich glaube, jetzt müssen wir da, da kommen sie rauf, auf jeden Fall. So, hier kommt einer rein. Ja, sehr schön. Ich glaube, wir hätten das sogar von innen machen können. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir hätten es sogar von innen einstecken können. Warum das möglich ist, fragt mich nicht. Aber ich bin der Meinung... Zumindest war das immer möglich. Und habe ich mich verzählt? Warum habe ich mich verzählt? Es fehlen zwei. Eins und zwei. Ja, dann müssen wir noch... Bin ich doof? Ich habe doch vier fürs... Oh mein Gott. Jetzt wäre ich aber neidisch. Jetzt werde ich neidisch. Gut, müssen wir nochmal zwei machen. Habe ich mich denn so verzählt? Ich habe doch neun gezählt. Vier für das Power-Modul. Vier für die... Ach so, natürlich, natürlich. Ja, TH, du musst auch nachdenken. Ich habe die zwei, die ich schon hatte, mitgezählt. Wir hätten sieben herstellen müssen. Freunde, das... Tut mir sehr leid. Ja, Verzeiht's mir. Da müssen wir halt noch zwei herstellen. Ich weiß, die Energie reicht jetzt und eigentlich hätten wir es gar nicht nötig, aber wenn, dann machen wir es hier richtig. Ich mache hier keine halben Sachen jetzt. Und ich denke, Ressourcenverschwendung ist das jetzt auch nicht unbedingt. Denn theoretisch, wir haben ja noch genügend Ressourcen zu liegen. Ich hätte 9 im Inventar haben müssen und nicht 7. Ich hätte nur 7 herstellen müssen, in Anführungsstrichen. Das ist natürlich ganz klar, dass das nicht hinhaut. Gut, wunderbar. Jetzt nochmal das Ganze in echt, in richtig. Und ich höre sie schon, die Schreie. Hey, du Idiot, du musst doch 9 im Inventar haben, was machst du? Ja, ihr habt alle recht, das stimmt. Das stimmt, ihr habt recht. Das war definitiv mein Fehler. Wollen wir gar nicht reden. Und es liegt ja auch auf der Hand. So. Ein Träumchen. Ich bin begeistert. So, bitteschön, hier hinein. Und hier oben ist auch noch, genau, hier ist auch noch das Solarpanel. Ich glaube, hier kommt es rein, ne? Jawohl, flupp, fertig. Fertig. Sehr schön. Gut, dann füllen wir jetzt noch die Röhrchen auf. So ist es. Wir füllen die Röhrchen auf und bringen Röhrchen und Warpzelle in die Helien rüber.
Eins muss ich nochmal nachgucken. Wir brauchen doch bestimmt. Genau, Stickstoff haben wir hier noch 4. 4. Genau, wir haben. Sauerstoff haben wir noch. Wir haben nur noch keinen Stickstoff mehr. Und wir müssen Stickstoff besorgen. Und das war, glaube ich, noch in Everest Station. Das ist gar nicht mehr. Warum ich so überlege, ist eigentlich ziemlich simpel. Verbindungsstelle. Bitte Sauerstoff reinmachen. Hier ist Nitro. Da machen wir natürlich auch wieder Nitro hin. So, dann noch einmal Sauerstoff, bitte. Genau. Theoretisch könnten wir, je nachdem, wo uns die Questline gleich hinbringt. Warte mal eben. Wir haben hier Sauerstoff, wir haben da Sauerstoff, wir haben da Nitro. Dann hauen wir da auch nochmal Nitro rein. Je nachdem, wo uns die Questline hinbringt, können wir theoretisch ja auch noch ein paar Behälter mitnehmen hier. Genau, wir haben nämlich Leerbehälter. In Anführungsstrichen haben wir hier Leerbehälter. Wir nehmen einfach mal diese 4 Behälter mit. Genau, und wir haben, glaube ich, einen Akku noch oben und ein vollgeladenes Akku-Pack. Oh, hier steht ja auch noch was. Hier steht ja auch noch was rum, wo ich gerade von Akku-Pack rede. Zack. Den nehmen wir. Und das Bohrgerät, das verwursten wir jetzt einfach, oder? Genau, das verwursten wir jetzt. Dann braucht das nicht rumstehen und wir haben genügend Bohrgeräte. Das wird jetzt einfach mit verarbeitet. Einmal kurz im Pfab. Was? Mein Gott, bist du gestolpert oder was ist los? Ich glaube wohl, was? Da ist er wohl richtig reingestolpert. So, mal gucken, was das bringt. Ich bin gespannt. Oh ja, doch. Bringt schon einiges. Können wir auch übertragen. Packen wir mal rüber, ne? Denke ich auch. So, zack. Haben wir da mal wieder ein bisschen was. Haben wir da mal wieder ein bisschen was. Es sieht komisch aus, ne? Als hätten wir 2000, aber das passt nicht. So, Kohlenstoffhasan. Ist etwas wenig, aber wir haben hier noch genügend Shattered Plates liegen. Von daher denke ich, ist das in Ordnung. So, jetzt, warum ich hier reingelaufen bin, glaube ich, hätte es sogar von der Hellion aus machen können. Ich weiß es gar nicht. Nochmal einmal kurz den Überblick verschaffen. Wie viel bringen wir denn jetzt effektiv? 1400 Überschuss, das ist echt viel. Und wenn ich den abkoppel, haben wir 1000. Das heißt, wir müssen den hier schon aktiv lassen. Und das sind ja 0,3 pro Stunde. Also in-game, also reelle Stunden, ne? Nicht in-game Stunden. Wir haben hier keine Zeitangabe. Und wir haben fast halb voll. Das ist in Ordnung. Das können wir ruhig laufen lassen. Ich bin, ja, sehr schön. Ich freue mich richtig, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das so wunderbar klappt. Und wo zum Teufel? Genau. So, und jetzt aktivieren wir das hier mal. So, search the Knossos Terminal. Wir gehen jetzt rüber. Wir haben die Warpzelle. Wir haben Energie, wir haben die Kanister, wir haben das. Wir sind eigentlich gut ausgerüstet. Deswegen gehen wir jetzt auch einfach rüber und schauen mal in die Navigation. In Le Navigation von der Hellion. Wo es uns denn hin verschlägt. Knossos Terminal, ist das nicht in Betür schon gewesen? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. So. Wow. So.
jetzt haben wir natürlich kein Hacking-Modul mehr mitgenommen, ne? Ah, ob das vielleicht ein Fehler ist, ich weiß es ja nicht. Na. Genau. Fehlt ja auch noch einer, ne? So, und genau da solltest du eigentlich nicht hin, aber was soll ich sagen? Dann bleibst du halt da liegen. Gut. So, wir schauen mal kurz rein. Ich will nur mal kurz in die Navi-Geschichte gucken, wo. Genau, Search Knossos Terminal. Jetzt hinfliegen und dann merken, nee, ist auch blöd, oder? Ah, es ärgert mich jetzt gerade ein bisschen, dass ich da nicht dran gedacht habe. Komm, wir machen nochmal zwei Hacking-Tools. Wer weiß, wofür wir das vielleicht nochmal verwenden müssen. Das ist jetzt kein Beinbruch, denke ich. Wir mussten ja schon an dem Command-Modul quasi drei. Also wir hatten ja zwei mit, aber hätten wir das dritte nicht gefunden, wären wir da ja auch schon aufgeschmissen gewesen. Und wer weiß, was im Knossos Terminal... Ich glaube, ich mache drei. Doch, wir machen drei. Wer weiß, was uns da erwartet. Vielleicht ist es das ähnliche Spiel, was wir eben hatten. Von daher, denke ich, sind drei Hacking-Tools jetzt... sollten uns da nicht allzu viel Schwierigkeiten bereiten. Ist natürlich jetzt blöd, dieses Gerenne. Aber gut, okay. Ist ja für einen guten Zweck, wenn wir so wollen. Oh Mann, für einen guten Zweck, genau. Du laberst auch einen Scheiß, Kumpel. So, wo sind denn die Hacking-Tools hier jetzt? Lass uns mal kurz gucken. Da. Komm, das ist ja nix. Das ist ja nix. Das machen wir. So. Sehr schön. Nochmal. Komm, einen gibt's noch. Upp. Mach noch einen. Wie gut, dass wir so ein Ding schon gefunden haben. Das wäre, wir müssten, sonst hätten wir ja quasi durch die halbe Galaxie fliegen müssen, um diese Questreihe hier schon in Gange zu bringen. So, drei Stück haben wir. Den nehmen wir mit, die lassen wir im Inventar. Und ich würde sagen, wir koppeln ab und fliegen einfach direkt los. Ja, so machen wir es. Türchen zu, Händchen auf. Oh nein, nein, schon wieder verkehrt. Ich bring mich irgendwann nochmal um mit dieser ganzen Nummer. Aber ich habe halt einfach nur mal getestet, ob es denn auch wirklich möglich ist. Einfach mal ohne Sauerstoff zu überleben. Es geht nicht. Ich kann es euch sagen, es geht einfach nicht. Die Röhrchen hatten wir ja auch noch im Inventar. So, jetzt aber. Jetzt dürften wir eigentlich alles haben. Genau, komm, einfach abdocken. Hier gar nicht lange quatschen. Rinn ein bisschen weg von der ganzen Station. Nicht, dass wir das gleiche Problem haben wie letztes Mal. Und zack. Einfach mal hinfliegen. Das kann helfen. Und CM5, ich glaube, damit kommen wir sonst nicht zurück. Aber wir machen's. Wir brauchen gar nicht weiter ausrichten. Wir sind ja quasi schon gleich da. Knossos Terminal, aber ich glaube, das war ja kein Sicherheitsoutpost, oder? Ich glaube, das war in Ordnung. So. Sehr schön. Eine Minute 47. Wir sind gut unterwegs. Das muss ich ja nochmal sagen. Ich denke schon, dass wir gut unterwegs sind. Und dadurch, dass wir diese Katalysatoren jetzt auch eingesackt haben, sind wir da auch gut unterwegs. Was wir auf jeden Fall vielleicht noch brauchen, ist ein bisschen Nitrogen.
Definitiv, damit wir auch weiterhin die Station unter Druck setzen können. Und auf jeden Fall müssen wir uns demnächst dann irgendwann mal in andere Systeme reinbringen. Ich will auf jeden Fall andere Suits nochmal haben, Stufe 2, 3 und so weiter und so fort. Und gerne auch die anderen Systeme hier nochmal erkunden. Aber alles nach und nach. Denn ich glaube, dafür brauchen wir auch andere Warp-Zellenstufen bzw. andere Singularitätsdetonatoren, um hier weitere Systeme anzufliegen. Und natürlich entsprechend Energie. Und was würde sie anbieten, wenn wir denn die Argus irgendwann bekommen könnten? Denn da können wir wirklich 3 Warp-Zellen reinbraten. Ich denke, es liegt noch viel Arbeit vor uns. Und das Let's Play wird uns hier noch einige Folgen beschäftigen. Da wenn ich daran denke, dass wir die Stufe 2 oder 3 Sachen, ganz andere Materialien brauchen und dafür müssen wir in andere Systeme, die gibt es hier in diesem Betür-System nicht, in Anführungsstrichen. Ja, sehe ich da schon viel Arbeit auf uns zukommen, aber das schreckt mich nicht ab, nein, da freue ich mich eher drauf, denn das zeugt davon, dass wir dieses Let's Play hier auf jeden Fall noch einige Folgen machen werden. Wollen, müssen. Gut, so viel habe ich gequatscht. Fast 2 Minuten und ich würde sagen, wir sind da. Knossos Ruins. Ich glaube, da waren wir auch schon mal. Wir sind da schon mal lang. Wir haben da schon mal reingeschnüffelt. Ich glaube, sogar in eins der ersten... Können wir da an? Ich glaube, da konnten wir andocken, ne? Das war, glaube ich, eins, wo wir andocken konnten. Wir bewegen uns mal drauf zu. So, ich gehe mal kurz in das Docking. Ja, es ist eine Station, wo wir andocken können. Sehr cool. Verkehrt rum, glaube ich, ne? Ja. Ist doch. Das ist richtig. Wir pendeln hier nur so ein bisschen komisch durch die Gegend. Genau, da ist es. Da ist es definitiv. Und ich glaube, da vorne sind wir nicht reingekommen. Deswegen brauchen wir das Hacking-Tool. Auf jeden Fall. Auf jeden sei schon. Ich hab mich verschätzt. So. Nochmal gegenlenken. Oh, so. Einmal kurz bremsen, bitte. Ich bin noch nicht gut ausgerichtet. Da habe ich ein bisschen zu hart eingestiegen. Aber jetzt sieht es gut aus. Oh. Heilige, da habe ich das erste Mal ein bisschen geschwitzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich gedacht, im letzten Moment dreht sich die Kiste hier noch weg. Und ja, wir stehen damit runtergelassener Hose. So, ich glaube, Waffen brauchen wir nicht. Nee, ich glaube, Waffen brauchen wir nicht. Ich glaube, da sind wir letztes Mal ganz gut durchgekommen. So. Bin wirklich gespannt. Ich glaube, wir gehen einfach mal... Ja, wir werden mal hier vorne reingehen. Bin jetzt einfach mal gespannt, ob der Loot hier respawnt ist. Das wäre sehr interessant, denn ist respawnt. Ich sehe nämlich... Das habt ihr bestimmt auch gesehen. Material an der Außenseite. Hier zum Beispiel. Zack. Die nehmen wir natürlich mit. Kunststofffasern. Kunststoffelemente, Fasern. Ich weiß es gar nicht. Und hier ist schon mal das erste Quest-Log in Anführungsstrichen. Okay. This is Herman Dimberg to all command personnel. Evacuate, okay, das scheint ja, this is not a drill. Also das ist keine Übung.
Die Sons of Earth Terroristen haben angegriffen. Das Gnosis Habitat, Gnosis Habitat. Effective immediately. All persons are proceed to their designated posts. Okay, ihnen zugetragenen Positionen, also alles Personal zu ihnen zugetragenen oder zugeteilten Personen für die Evakuierung. Okay, das scheint. Da dem Mann ist es schon klar gewesen an dieser Stelle und hat hier nochmal eine Order rausgebracht. Scheint aber nicht alles wirklich geholfen zu haben. So, hier kommen wir nicht rein, warum auch immer, ich weiß es nicht. Warum kommen wir hier nicht rein? Was ist das denn für eine Nummer? Warum kommen wir hier nicht rein? Das finde ich jetzt ein bisschen fies. Dann müssen wir es hier rüber probieren. Bin irritiert, sonst öffnete sich das immer. Ja, uiuiuiui. Da knallt es auch gleich hart. Ich mache hier einfach mal Licht an. Ist hier noch was zu looten? Also wirklich, ne? So, die Tür geht auf. Komischerweise. Und die geht auch auf. Warum die andere nicht aufgeht? Ich habe keine Ahnung. Was that so buggy? So, die geht auch auf. Und hier haben wir auch ein bisschen Schwerkraft. Das ist schön. Auch die sollte aufgehen. Wir machen mal beide auf. Und ja, siehe da. Hier ist ja wirklich ein bisschen Loot respawned. Eine Warpzelle, sehr schön. Das Ding, sehr gut. Von dem anderen haben wir eigentlich genug. Wir haben hier noch einen Military Core, den nehmen wir natürlich mit. Was ist das? Oxygen. Oxygen können wir gut gebrauchen. Ich habe aber genügend Röhrchen, also fülle ich mich hier nur auf. Und den Rest, den werde ich entsorgen. So, was haben wir denn hier noch? Munition, die nehmen wir mit. Da ist auch noch Munition, die nehmen wir auch noch mit. Stimpack, alles klar. Oh, entschuldigt mal. Einmal kurz hüpfen. Nö, alles gut. So, und den Rest. Druckanzug, haben wir auch. Ich suche eigentlich noch den Proteus-Druckanzug. Und hier ist auch noch ein Questlog. Schauen wir mal hier. Alright, people listen up. Was uns immer auch getroffen hat. Was? We've got the power and the comms up ASP. Okay, Team 1 will take PSM-6, while Team 2 handles CM-2. Let's move out. Okay, der hat anscheinend die Leute noch eingeteilt. Für das Power-Modul und das Command-Modul, aber auch das scheint hier nicht große Wirkung gehabt zu haben. Was ist das? Oh, nee, um Gottes Willen. Nein, will ich doch gar nicht. So. Ich glaube, es... Na, guck mal an. Als hätte ich es geahnt, dass hier noch was rumsteht. Gut. Weiter geht's. Nee, hier geht's nicht weiter. Ich glaube, hier geht's weiter. Oha. Oha. Ist das Nitrogen? Ja, das ist Nitrogen. Wir pumpen nochmal Nitrogen in unseren Anzug. Der Rest kann hier liegen bleiben. Da ist noch Munition. Die nehmen wir natürlich mit. Machen wir nochmal die Schüblädchen auf. Und, oh, sehr gut. Noch eine Warpzelle. Hängt hier noch was drin? Nein, da hängt nichts drin. Personal Defense, Locker Defense. Gut. Ist hier Material drin? Nein. An beiden nicht, ne? Auch am Cargo-Modul? Nein, da ist nichts drin. Okay, weiter geht's. Wir müssen weiterschauen. Irgendwo sind hier wichtige Informationen. Ne, Moment. Hier geht's wieder raus. Ich habe so ein dummes Gefühl. Ich habe so ein dummes Gefühl, liebe Freunde. Lass uns mal ein Quicksave machen. Und lasst uns... Ja, komm. Ich weiß, wir sind ein bisschen drüber, aber wir machen das jetzt nochmal eben.
Ein bisschen über der Zeit sind wir schon drüber weg. Ey, habe ich nicht drauf geklickt? Um Gottes Willen. Hab ich nicht drauf geklickt. Das gibt's doch wohl nicht. Hab ich doch mal eben komplett die Zeit überworfen, liebe Leute. Nein. Okay. Gut, mehr ist hier aber auch nicht, Freunde. Alles klar. Trotz allem, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen da, gern auch ein Abo. Und in der nächsten Folge sehen wir, was wir hier in Knossos Terminal noch so alles finden und wie es weitergeht. Ganz klar. Und ja, deswegen sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.